Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir begeben uns jetzt mal in die Verfolgungsjagd mit unserem kleinen Lamborghini. Los! So, und dann auch natürlich wieder. So, ist das doch schick. Okay, der fährt sich ganz anders. Mal sehen, ich weiß nicht, ob es ja auch Preisgeld gibt. Der fährt sich ganz anders als der Mercedes, den wir vorher hatten. Schon überlegt, ob. Oh, wow, okay. Ja, okay, hier fühlt sich das Bild auch nochmal anders an. Ich habe gelben Lamborghini Diablo mit über 230 km pro Stunde drauf hinter dem alten Museum. Voll. Hier Zentrale an alle verfügbaren Einheiten. Ich brauche das Kennzeichen von einem rasenden Lamborghini Diablo einen halben Kilometer hinter dem alten Museum. Einheit 45, wie lautet Ihre Geschwindigkeit? Okay. Zentrale, hier ist. Muss hier richtig aufpassen, ne? Pro Stunde. Oh, sehr schön. Was denn, der ist nicht kaputt? Weil die Polizei nimmt dich hier in dem Teil, sobald du irgendwo hängen bleibst, fest. Sehr geil. Ist halt immer ein geiler Modus. Aber wie verhalten die Autos aus? Und hier sind die Polizei. Ich würde sagen, es. Okay. Zentrale, hier ist Einheit 52. Die Straßensperre ist aufgebaut. Bestätigt. 223, Zentrale. Eine Straßensperre wurde aufgestellt. 10-4. Oh, da ist er. Zentrale, an 223. Wie ist Ihr Status? Zentrale, geil. Hier ist Einheit 223. Hazard fehlt ungleichmäßig. Bestätigt. Ungleichmäßig, hallo. Die haben auch einen Lamborghini oder was? Ja, genau, so die Steuergänge. Hier Zentrale an 223. Wo ist Ihr Standort? Zentrale, hier ist Einheit 223. Ja, ihr leckt das so richtig schön. Einen halben Kilometer hinter den Steinbögen. Bestätigung. Ah, schade. Dachte, ich krieg ihn reingedrückt. 223. Jetzt ist hängen geblieben, ne? Wie lautet Ihre Geschwindigkeit? Zentrale, hier ist Einheit 223. 160, aber okay. Einheit 223. Zentrale, hätte fast ausreichen können. Am besten verwenden wir kleinen Füße. Das sieht halt schon geil aus, ne? Sind ausgelegt in wow, wow, wow. 10-4 an alle verfügbaren Einheiten. Krähenfüße wurden ausgelegt. Die letzte Runde. Zentrale, hier ist geil. 220. Ist den Krähenfüßen ausgewichen. Bestätige, Objekt ist immer noch flüchtig. Zentrale, hier ist. Danach würde ich sagen, spielen wir mal die Polizei. Kontakt bestätigt. 31, Verfolgung aufnehmen. Okay, ich komme jetzt nicht durch. Hier spricht die Polizei. Wow. Geil. Das wäre mein Ende. Ah, siehst du? Jetzt können Sie es dem Richter erklären. Ah, wie dumm, ey. Ja. Okay. Objekt ist behaftet. Gute Arbeit. Ey, da vorne wäre das Ziel gewesen, ey. Da vorne. 3, 2, 1. Nee, so, warte mal. So. Es will die Polizei im BMW M5. Achso, okay. Ich glaube wirklich nur die. Ich will hier nochmal schauen. Nee, den hat man gerade hier. Ja, da haben wir es hingeladen. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal die Polizei. Ja. So, und Start. Gut, hätten wir jetzt theoretisch eine andere Strecke, aber ich bin einfach mal gespannt. Vor allem das schöne Grüne, ne, von der Polizei. Jetzt halt nur noch aus Werner. Die Frage, ich überlege, ob ich denke mal nochmal ein Turnier irgendwie weiterspielen. Hat jetzt nochmal gegoogelt, du kannst anscheinend wirklich bloß innerhalb der Turniere Kohle machen. Außerhalb halt leider nicht. An alle Einheiten, Zentrale. Ein rasender Aston Martin in der Nähe des Feldes. Bitte um Untersuchung. Okay. Kannst durch die Scheiben gucken. Hinten jetzt aber lustigerweise nicht mehr, ne? Wow, okay. Zentrale, hier. Geil gemacht.
Geil gemacht. Kontakt mit Raser im großen Tunnel. Roger, Verfolgung aufnehmen. Das war aber ein Bug. Verfolgung läuft. Steigen Sie aus dem Wagen aus, Sie sind verhaftet. Zentrale, hier ist Einheit 38. Raser ist in Polizeigewahrsam. Bestätigt. Okay. Alle Einheiten. Wir haben einen Bericht über einen rasenden Schöne Sonnenbrille. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist 38. Raser fährt roten Pontiac. Kontakt bestätigt. Einheit das war ein Bug, ne? Bestätigt. Das war aber ein richtig schöner Bug. So, dann schauen wir mal. Voll hängen geblieben, der Kollege. Alles klar? Einheit 38, bitte um Informationen über Ihren Standort. Warum hockt der? Zentrale, ja, das war gar nicht 38. Gut. Ich verfolge ja, ist ja echt im Tunnel irgendwie. Einen halben Kilometer vom alten Museum entfernt. Du kannst da richtig schön durchkommen. Durch die Karre. Einheit 38, hier Zentrale. Wo ist Ihr Standort? Das? Zentrale, sieht aber schon geil aus. 4 Minuten hast du durch. Zeit. Bestätigt, 38. Was, ob der kaputt geht? Hier Zentrale, an Einheit 38. So, jetzt gegen die Mauer. Zentrale, hier ist Einheit 38. Raser benutzt die gesamte Straßenbreite. Bestätigung, Einheit 38. Siehst du schon, wie entfernung reich aus. Zentrale, hier ist 38. Wir haben Raser verhaftet. Okay. Ah, okay, weiter. Ah, schon lustig, genau. Ja, kein Fahrer, Döner. Rasenden Chevrolet Camaro am Dorf. Zentrale, hier ist Einheit 38. Ich habe Sichtkontakt mit Raser. Das war echt ein Bug. Bestätigt. Verfolgung aufnehmen. Roger. Ich verfolge verdächtiges Fahrzeug einen halben Kilometer hinter dem Dorf. Den haben wir gleich. Und es wobbelt und wobbelt. Geht aber. Halten Sie so. An. Reicht das? Nee. Du siehst dann halt auch nicht, ne? So weit zoomt er nicht raus und das auf der Karte siehst du auch nicht. So, mal sehen. Dachte ich mir, Zentrale, dass er dann nicht ausbremst. Wie ist Ihr Status? Zentrale, hier ist Einheit 38. Ja, was? Will er mich jetzt ausbremsen? Bestätige. Ach, Mist. Ja, erstmal hupen. Boah, ist der träge. 38, wo ist Ihr Standort? Willkommen. Zentrale, hier ist 38. Ich bin am Steintunnel. Verfolge weiterhin Camero. Bestätigt. Komm. Schon wieder vorbei, ey. Aber ein Glück. Zentrale, oh, da hatte ich's bis zu Schweine. Bitte aktualisieren Sie Ihren Standort. Zentrale, hier ist 38. Ich verfolge verdächtiges Fahrzeug. Bestätigung. Alter, jetzt hat er mich aber richtig verarscht. Ah doch, okay, L2. Zentrale, an 38. Wo ist Ihr Standort? Zentrale, Zeit des Verfahren. Einheit 38. Ich bin in der muss einfach mal voll reinfahren, denke ich. Was war das gerade? Alter, wie... Ist er da entkommen? 38, Aktualisierung. Zentrale, hier ist Einheit 38. Oh, jetzt. Ich verfolge verdächtiges Fahrzeug. 10-4. Halten Sie Ihre Hände so, dass ich Sie sehen kann. So. Jetzt kommt der nächste, okay? Das finde ich ganz lustig. Hier Zentrale, ein rasender Aston Martin hinter dem Feld. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist Einheit 38. Schon geil. Ich habe Sichtkontakt mit Aston Martin, einen halben Kilometer vom großen Tunnel entfernt. Roger, Verfolgung aufnehmen. Schade, der ist nicht hängen geblieben. Verfolgung auf. Das war so geil vorne. Vielleicht kriege ich das irgendwie als Bild eingeblendet. Einheit 38, bitte bestätigen Sie Ihren Standort. Zentrale, hier ist
Einheit nicht 38, gut. Ich bin am großen Tunnel. 10-4, ja. Einheit 38. Autos werden jetzt schneller oder wie sieht's da aus? Oder ist so ein bisschen random, wie viele? Mal sehen. 38, wie lautet Ihre Geschwindigkeit? Sehen halt wieder nicht. Zentrale, hier ist 38. Er hat mehr als 30 Kilometer pro Stunde. Mehr als 30 Kilometer pro Stunde. Audi, ey. Das ist in der 50er-Zone. 38, wo ist Ihr Standort? Glaub's einfach. Bam. Zentrale, hier ist Einheit 38. Ich bin an der Haarnadelkurve. Bestätigung 38. Ah. Machen wir den einen noch? Zentrale, an alle. Achso, die Zeit läuft. Ah, okay, bis die Zeit abgelaufen ist. Verstehe. Dann kriegst du wahrscheinlich je nachdem Punkte. Schön wieder halt so, dass das Pinke ist. Ne? Standort. Zentrale, hier ist Einheit 38. Ich verfolge Objekt in der Nähe des Steintunnels. Roger, Einheit 38. Steigen Sie aus dem Wagen aus. Sie sind verhaftet. Wie kam das jetzt? Aber keine Beschwerde. So, achso, und kriegst sogar noch Zeit draufgerechnet, oder? Das Männchen da drin. Guck mal, das. Verkehrszeichen, die blinken. Am Steintunnel. Kontakt bestätigt. Einheit 38. Verfolgung aufnehmen. Bestätige. Nehme Verfolgung auf. Ich hab das mit dem Bombling wieder deaktiviert, dass er das einfach wegglättet. Ich weiß nicht, warum er es aktiviert hat. So, okay. Da war das Headset alle. Das war super ungünstig. Ja, warte mal, wo war denn der Gegner nochmal? War der hinter mir? Der war hinter mir. Oh, er fährt in die falsche Richtung. An die falsche Richtung? Ist er mir noch? Nein. Das ist ja mega unnötig. Komm, den kriegen wir aber noch von der Zeit. Bitte fortführen. Da ist er doch, ne? Ja. Super, er hat auch nicht gewartet. Oh, nicht schlimm. So, okay. Schön gewählt. Also, Atmosphäre hast du ja. Kannst nicht meckern. So, und hoch da. Einheit 38, hier Zentrale. Wie ist Ihr Status? Zentrale, hier ist Einheit 38. Sehr gut. Hängt uns ab. 10-4, Einheit 38. So, mal sehen. Ich würde sagen, einen machen wir auf jeden Fall noch. Dann könnten wir uns noch mal ein normales Rennen reinbegeben. Alle verfügbaren Einheiten. Ein rasender Chevrolet Camaro am Steintunnel. Bitte um Untersuchung. Einfach schön immer zu sehen, wie das weitergeht im Videospiel. Grafisch. Fährt Camaro in der Nähe der Spieltiefe. Roger, zum Teil. Aufnehmen. Roger, verfolge Objekt. Einheit 38, Zentrale. Bitte bestätigen Sie Ihren also. Standort. Halten Sie Ihre Hände so, dass komm, Sie noch ein, sehen noch kann. Ein. Ich glaube, er hat mich gleich gefragt. Wir haben einen Bericht über einen rasenden Aston Martin hinter den Steinbögen. Bitte um Untersuchung. Zentrale, hier ist 38. Wie du die Spuren immer noch auf der Straße siehst. Schön, ey, der Verfolgung aufnehmen. Bestätige, ich verfolge Aston Martin an der Haarnadelkurve. Das ist sehr träge, der BMW. Aber bricht nicht aus. Da ist er sehr solide. Also eigentlich als Polizeiauto ziemlich gut hier in dem Spiel. 38. So, jetzt volle na rein. Zentrale, hier ist 38. Er hat mehr Alter. Als 150 Kilometer pro Stunde drauf. Roger, Einheit 38. Cool. Das können Sie dem Richter erzählen. Okay, einer und dann ist wahrscheinlich wieder, ne, wird er fahren noch weiter oder nicht mehr, oder? Ja, geht's bis 10? Bitte um ja, auf jeden Fall ist das lustig, macht Spaß. Zentrale, hier ist Einheit 38. Objekt fährt Pontiac.
Kontakt bestätigt. 38, Verfolgung aufnehmen. Roger, nehme Verfolgung auf. Meine Rasenbahn ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Sie sind verhaftet. Okay, eine. Verhandelt sich jemand drei? Ne, okay, vielleicht ist das bei 10 Schuss. Ich habe einen rasenden Aston Martin in der Haarnadelkurve. Bitte um Untersuchung. Okay. Zentrale, hier ist 38. Ich habe Sichtkontakt mit. Schön, schön. Aber wir starten halt mega bescheuert. Verfolgung aufnehmen. Roger, nehme Verfolgung auf. Und immer noch die alten Spuren hier. Wartet der schon wieder auf mich? Da vorne ist er. 38, hier Zentrale. Wo ist Ihr Standort? Weiß aber nicht, ob du verschiedene Polizeiautos hier sehen kannst. Einheit 38, ich bin einen halben Kilometer vom großen Tunnel entfernt. Roger. Steigen Sie aus dem Wagen aus, Sie sind verhaftet. Zentrale, wenn er jetzt aber fragt. Ah, nee, es war's. Ne? Scheint so. An alle okay. Einheiten. Aber gab's jetzt irgendwas, denkt man nicht, oder? Auf jeden Fall haben wir ein neues Turnier, was wir noch machen können. Glückwunsch, ihr. Oh, warte. Ja, vorhandene Leistung im Dienst haben ihnen den Porsche 911 eingebaut. Okay. Sehr gut. Ja, können wir mal machen. Dann, vielleicht können wir mit dem direkt in den. Da war kein Auto vorgeschrieben, in den zweiten Turniermodus da einfach reingehen. Sehr, sehr cool, so speichern. Mal schauen. Das wäre cool. Wir müssen mal gucken, wie teuer da die Verbesserungen sind. So. Weiter. Ich muss das mal vergleichen mit dem Mercedes. Vielleicht lohnt sich auch mehr, den Mercedes einfach zu nehmen. Einspieler. So, und dann Turnier. So, The Red Rooster Classic. Das hatten wir eigentlich gemacht, ne? Gut, haben wir es bei 13.000. Haben wir gerade Kohle bekommen? Turnier. Guck mal, yeah, da haben wir Gold und die haben wir gar nichts. Wir haben nur Startgebühr 0. Beliebten regionalen Sportwagen stehen sich in diesem Test. Achso. Brauchst du einen Camaro oder ein Firebird? BMW Jaguar oder ein BMW M5? Haben wir ja, glaube ich, nicht. Nee, können wir nicht machen. Achso, dann war es doch bei Special. Ne? Hier, den können wir machen. Den können wir auf jeden Fall machen. Die ersten Automobile der Welt nehmen an diesem Expertenrennen teil, das sich allgemein großer Beliebtheit erfreut. Okay. Also ich hätte einfach bloß auf weiter drücken müssen. Aber warte mal, ist das teuerste? Das war das, was wir hatten. Dann probiere ich hier mal mit weiter. Okay. Kannst du nicht auswählen, weiter. Oh. Verstehe das Problem. Ah, okay, okay. Das heißt aber, das mit dem neuen Ölbar können wir machen. Okay, interessant. Hier haben wir, glaube ich, keinen. Nee. Den können wir machen oder wir gucken mal bei den Specials. Das wäre natürlich vom Bonus halt richtig geil. Spezialrennen, eigentlich meinte ich das hier. Voll abgegradeter BMW Z3. Hier keine Beschränkung, genau das hier. Das hatten wir voll. Beschaltet Nachtrennen vom Feinsten. Eine Prüfung für präzises Fahren und schnelle Reflexe. Haben wir nicht, probieren wir. Genau, da zahlst du 5000 Startgebühr. Weiter. So, und da müssen wir jetzt gucken. Wir können ja mal bei Upgrades. Guck mal, 3000. Das heißt, wir haben irgendwo jetzt nochmal Kohle bekommen. Ich würde erstmal den upgraden und immer erstmal das teuerste, oder?
Verbesserte Handling. Gewichtsreduzierung führt zu schnellerer Beschleunigung. Ja gut, machen wir das, ne? Ja. Sehr gut. Nächste würde kosten 6780. Achso, nee, bereits gekauft, okay. Das heißt, bleibt nur noch das hier für 5250. Dann ist ja voll geupgradet, geil. Okay. Kannst nämlich den nächsten upgraden. Selbst Platz 3 würde erstmal ausreichen, um Kohle zu machen. Kannst immer noch, ne, Platz 1 später machen. Kriegst dann nochmal Kohle, was auch cool ist. Müsstest nochmal alles für alles Kohle bekommen. Weiß gar nicht, ob du nach jedem Rennen auch Kohle bekommen hast. Oder nicht. Bin mal raus. Schön bei Nacht. 3. Ja, mit Anzug sitzt man drin. 1. Los. Schon geil, schon sehr, sehr geil. Ein bisschen übertrieben von den Farben, aber gut. Warte mal, die Karte kennen wir jetzt noch nicht, ne? Nee. Das ist neu, oder bin ich? Nee. Ist nicht neu. Ey, hast du schön stehen. Fahren so wie auf einer Carrera-Bahn da vorne, laut Optik. Ist das jetzt andersrum oder was? Ich kann noch erinnern an die Karte. Guck nicht. Dann fahr doch. Yo! Läuft bei dir. Dem geht's nicht mehr gut. Vielleicht irgendwie Hand gestoßen oder so beim Zusammenprall. Sehr gut, das war genau der Plan. War beim ersten auch der Plan. Die Fahne. Ah ja, genau, ja, okay, die Strecke. So lang ist es gar nicht, ja, aber irgendwie war die raus. Oder die Sicht verändert jetzt doch so viel. Ist so schwer einzuschätzen, weil die so hin und her bobbeln, ne? Ob ich reinfahre oder dran vorbeikomme. Bei ihm davor hat es dann gut geklappt. Okay. Und springen. Kann ich in den verlenken gerade? Alter. Ärgerlich. Vierter von sechs ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, viele Fehler auch gerade gemacht. Komm, der erste ist noch drin. Yeah. Was ist das? Siehst du denn, der wollte mich wieder angreifen. Sie sind auf dem dritten Platz. Die letzte Runde. Ritter würde für Geld ausreichen. Meine Gesamtwertung. Oh, ist ja ganz schön stockend alles. Das war wichtig, dass ich da nicht hängen geblieben bin. Hab jetzt Angst, dass einer mich so voll in die Bande reinlenkt. Wenn ich überholen will. Wie die andere. Und komm. Gefällt mir. Wehe. Sehr gut. Zweiter. Oh, 70. Naja, komm. Außerorts kannst du mal ein bisschen schneller fahren. Wo musste ich bremsen? Da muss ich denken. War doch hier irgendwo, ne? Komm und. Ah, genau hier war's. Ärgerlich. Aber ein bisschen besser genommen. Aber hier ist das Ziel, ne? Nein, nicht. Hm.
Vergiss es. Jo. Wie denn? Wer hat denn der die Power auf einmal? Was war denn das? Das ist hier, glaube ich. Muss Minimum als Zweiter. Das ist Ihre beste Runde. Sie sind auf dem zweiten Platz. Ah, wir brauchen Upgrades, ey. Ja, ist das noch drin? Ist da noch kein drin, okay. Also, SLK 230. 2, 1. Müssen wir so irgendwie packen. So. Wie viele Rennen sind's? 3 oder was? Glückwunsch, Sie haben eine Top-Zeit auf dieser Strecke erreicht. Achso. Aha. Okay, weiter. Ah, zweiter. Wenn wir noch einen holen. 3 Stück. So, können wir uns schon einen Wagen ab... Guck mal, wie viel Kohle haben wir jetzt? Aha, war es gekauft. Also es gab schon Kohle, würde ich sagen, mit jedem Rennen. Zwar nicht so viel, aber... Ja, danach können wir den nächsten Wagen einfach upgraden und arbeiten uns hoch. Muss aber ihr gucken, wie es bei euch ankommt, also... Erste Part, sehe ich gerade, kommt super an. Ja, deswegen mal schauen. Hier kannst du auch immer spontan noch aufnehmen, ist eigentlich ganz angenehm. Ich hatte auch überlegt, mich nochmal ein Gran Turismo an die Ticket zu wagen. Die Anzeige oben einmal. 3, guck mal, Licht 2, an. 2, 1, los! Doch so mies, ey. Vor allem jetzt mit den Lichtquellen, das macht es glaube ich nicht besser. ...19,9 FPS zeigt er an. Ist er kurz auf 21 mal hochgegangen. Ganz normaler Verkehr haben wir hier. Hier ist der dritte von 6. Schön, ey. Schön, schön, schön. Ah doch, guck dir doch mal die Lichteffekte an. Schön. Stoppen geht mir ziemlich auf die Nüsse. Das ist schon technisch in der Meisterleistung auf der PlayStation 1. Zu dem Zeitpunkt definitiv. Ich bin super gespannt, wie die späteren Titel dann noch aussehen. Also wenn dann auch die PS2 am Start ist. Die fährt dann doch weiter bis 2005 in Europa. Ich glaube, FIFA war es, ne? Was 2005 als letztes kam. Zumindest von den offiziellen Sachen kam ja dann noch Homebrew und so. Weiß ich, ob du original bei Sony noch ein PlayStation 1 Spiel lizenzieren könntest. Ich glaube, die CDs und sowas hatte nur Sony gedruckt. Also hatte kein anderer eine Lizenz für oder sonst wie. Ja, richtig informiert bin. Und ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass du ab einer gewissen Auflage noch produzieren könntest. Ne? Mit Dreamcast kommen ja auch noch Sachen raus, aber da hat das ja auch keinen, glaube ich, keinen gesonderten Kopierschutz, den du ja bei der PlayStation hattest. Und die Discs, was ja kein Kopierschutz war, was alle immer denken, die Discs waren ja auch schwarz. Zweiten Platz, die letzte Runde. Ah, jetzt wollte ich den gerade einen mitgeben. Fast, fast rechts reingefahren. Dachte, da ging's lang. Oh, die Lichter, schön. Schön, schön, schön. Toll. Weg mit dir. Sie
halt super unrealistisch aus, wie die mal bremsen und dabei eigentlich Gas geben. Na gut. Der Mond oben. Hammer. Toll. Wäre der Stocken nicht. Können wir das auch viel, viel mehr genießen. Und allein wenn du jetzt auch das Schloss siehst, wie das beleuchtet ist, schick, schick. Schon letzte Runde. Den haben wir überholt. Vielleicht kriegen wir einen anderen noch. Ey, hätten wir jetzt den ersten hier. Das wäre so gut. Schön, dass wir echt den 911 Turbo freigeschaltet haben. Ey, den müssten wir eigentlich mal echt verbessern gleich. Nachdem. Und dann damit, das eine Rennen fahren. Abkürzung wäre vielleicht besser gewesen, ne? Das ist Ihre beste Runde. Sie sind auf dem zweiten Platz. Na, ist das ärgerlich. Um was? 0,16 Sekunden oder irgendwas? 0, oh Mann. Glückwunsch! Sie haben eine Top-Zeit auf dieser Strecke erreicht. Schön. Wenn es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich glaube, noch ein paar mache ich. Ich guck mal, wie es bei euch ankommt. Bis in 3 Tagen. Bis dann.